Hallo Sammler und Fallensteller. Vor ein paar Wochen habe ich auf eBay ein Fuhrwerk ersteigert für einen sehr günstigen Kurs und ich war jetzt eine Woche nicht da, war ein bisschen unterwegs in den deutschen Wäldern und jetzt bin ich gestern zurückgekommen und da stand ein riesiges Paket vor der Tür und ich habe im Grunde gedacht, dieses Fuhrwerk wäre vielleicht so 20 cm lang. Und als ich es dann ausgepackt habe, da habe ich gedacht, boah, ist ein Brocken. Und wunderbar gearbeitet, passt hervorragend in meine Sammlung. Und wie das Fuhrwerk aussieht, das zeige ich euch jetzt. Zentimeter lang, 40 Zentimeter breit und 27 Zentimeter hoch. Also, mein lieber Scholli, da wird ein Fuhrwerk drin sein vom Allerfeinsten. Da wollen wir mal schauen. Also eins kann man schon mal vorweg sagen, sehr gut verpackt. Ich hoffe, dass da nichts dran kaputt ist. So, boah. Mit einer Grundplatte. Und das scheint auch noch was drauf zu stehen. Oder schauen wir mal. Boah, Emma. Guckt euch das an. Das ist ein Fuhrwerk. Ich würde sagen, Leiterwagen zum Transport von gefällten Bäumen. Traumhaft. Gut verpackt. Die Reifen für die Räder hat er abgemacht. Also ganz toll. Und wir haben hier sogar eine Bremse. Eine funktionierende Backenbremse. Also. Besser kann es nicht gehen. Aber die Deichsel, die ist gebrochen. Na, schade. Aber ist nicht so schlimm, dann mache ich eine neue. Also wunderschönes Teil. Wie lang? Mal gucken. Ja, fast 65, fast 70 Zentimeter. Ich würde sagen, im Maßstab 1 zu 10. Ja, da kann man sich nicht satt dran sehen. Und da steht sogar drauf, wer das gemacht hat. 1998 von Josef Stiedl. Hast du gut gemacht, Josef. Wunderbar. Ein Traum für meine Sammlung. Und was haben wir denn da unten? Da unten haben wir noch eine kleine Schubkarre. Auch nicht schlecht. Passt zu meiner Sammlung. Ich habe ja jede Menge Schubladen. Ach, Schubkarren. Mal gucken. Bringen wir die mal dahin. Da oben kommt sie hin, aber da ist gar kein Platz im Moment. Das ist ja schlecht. Ich bin sowieso am Umbauen hier. Ich habe schöne bayerische Festtagsgespanne gekriegt. Ein Traum. Hofbräuhaus München. Hacker-Pschorr-Bräu. Sehr schöne Gespanne. Naja, auf jeden Fall. Also auch die Metallarbeiten sind klasse gemacht. Ein Traum. Bisschen, hier ist so ein bisschen alles zu voluminös, zu massiv, aber trotzdem super. Ein Traum. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao.